Moin Leute, die Lok hier. Wir spielen wieder eine Runde Satisfactory und fangen jetzt mal an, unseren ganzen Kram hier aufzubauen, ne? Das heißt, platztechnisch weiß ich noch nicht, ob das alles so geil ist. Aber wir würden uns hier ganz schön das Wasser noch mit zubauen, ne? Also ich habe die Plattform schon ein bisschen vergrößert, weil ich halt nicht weiß, wie, wo, was. Wie viel Platz wir hier brauchen, weil es soll ja auch noch ein bisschen erweiterbar bleiben, ne? Deswegen würde ich fast sagen, wir fangen irgendwie hier in der Ecke an. So, dass wir uns nachher hier einen Wasserextraktor hinsetzen können, weil wir im Kreislauf auch das Wasser wieder zurückführen, ne? Also von daher hoffe ich mal, dass das alles so passt. Und dann fangen wir gleich mit unseren Raffinerien an. Ich bin so ein bisschen angeschlagen heute. Also, wir haben alles am Material aufgebraucht. Das war natürlich clever, aber es sollte ja hierfür noch reichen. So, also das heißt, hier würde ich jetzt irgendwie zwei von den Raffinerien hinsetzen. Eins und zwei, dann kriegen wir auf jeden Fall zweimal unsere 120 davon raus. Wir brauchen dann hinterher das Wasser. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir uns da irgendwie noch einen Puffer bauen. Und damit können wir dann auf jeden Fall eine von denen hier betreiben. So. Das heißt, Platz lassen wir dazwischen. Ein bisschen mehr, würde ich sagen, oder? Oh, ne? So, das heißt rein theoretisch. Können wir den Kram hier gleich schön verbinden. Das ist wahrscheinlich zu dicht dran, ne? So. Ach komm, jetzt habe ich mir hier echt die Dingsplatten alle weggeklaut. Ich weiß zwar nicht, ob das so reicht, aber wir probieren das mal aus. Wie gesagt, hier kommt zwar sowieso erstmal nur einer hin, aber okay. Das ist also doch zu dicht.
So, das passt. Ja, reicht ja erstmal, wenn wir den bis hierhin verlängern. So, und das heißt, hiermit wäre ja erstmal der Abtransport sichergestellt. Und hier müsste dann noch ein Förderband mit Kohle hin. Okay. Sind 100, 120 Kohle. Ja, komm, dann nehmen wir, ne? So, ne? Wir haben die 120, die wir aus den beiden kriegen. Kriegen hier 120 Wasser zurück. Das heißt, wir haben hier 180 und 180 sind 360. Ja, haben wir schon ordentlich Wasser für, ne? Kam 50 raus. Nehmen wir jetzt mal aufgrund des Mangels MK2er. Wird ja nicht schaden. So, und hier muss nachher unser Wasser rauskommen. Manchmal zeige ich dir die Dinge an, manchmal nicht. Eins. 2, 3, 4. Wäre dann genau in der Mitte. So, hier brauchen wir aber auf jeden Fall schon mal ein fettes Rohr. Und erstmal alles, was überflüssig ist, weg. Hier runter können wir aber dann die kleinen Rohre benutzen. Also dann stehen wir doch weiter weg, anscheinend war. Egal. Das heißt hier unten. Auch Pecher haben wirklich zwei. Mann, ich bin mir nicht sicher, ob wir die 360 hier rauskriegen. 300, okay. Ja, das sollte wohl erstmal so, ne? Erstmal so laufen.
So. Das heißt, hier muss jetzt noch die Bauxitgeschichte rein. Mit 120, dann würde ich jetzt hier auch einen Dreier nehmen. Na. Na, dann müssen wir mal gucken, von wo wir nachher mit dem Bauxit kommen. Machen wir erstmal so die ganze Geschichte. Und in der zweiten Raffinerie brauchen wir die Kohle. Hier sieht das so schief aus. Also den können wir gar nicht so weit ziehen, okay. Dann ziehen wir den erstmal bis hier. Und den auch erstmal bis hier. Okay. Das heißt, den Quarzsand müssen wir auf jeden Fall irgendwie hier einlagern. Das machen wir erstmal ganz provisorisch. Das Bauxit ziehen wir uns gleich hier hin und dann gucken wir mal eben hier wegen der Kohle, ne? Eben zwei Miner machen. Wir nehmen dafür einfach eine frische Kohlemine. Na komm, Autosave. Ich glaube zwar, dass wir hier locker noch irgendwie was anzapfen könnten, aber hier liegen auch so viele Geschenke, ne? Aber was soll der Geiz? Na, dann müssen wir gleich mal gucken, wie wir da wieder geschickt zurückkommen. Ja, eigentlich brauchen wir nur 120 Kohle, ne? Aber. Kann sein, dass wir gleich vielleicht nochmal wieder so ein paar Säulen abbauen müssen, aber. Was ist denn das? Natürlich schön schief gebaut. Pech. Das wird ja sowieso irgendwann nochmal erweitert. So, das heißt, hier kommt auf jeden Fall schon mal die Kohle an. Das ist doch schon mal gut.
Na, da müssen wir anzapfen. Erstmal so, dass wir genug Platz haben. So, das heißt, also das müsste jetzt auf jeden Fall erstmal der Wasserspeicher gefüllt werden, sodass wir nachher hier den ersten Schub hier auf jeden Fall irgendwie reinkriegen. So, das heißt, wir müssen dann jetzt noch irgendwie das Wasser hier zurückführen, was hinterher hier übrig bleibt. Und hier kommen ja wieder 120 Kubik Wasser raus. Die können wir auf jeden Fall wieder da hinten mit reinschieben. Das heißt, so. Na, die Frage ist halt, gehen wir vor oder nach dem Speicher rein, ne? Ich würde normalerweise nach dem Speicher. Wir schauen mal. Das ist halt die Frage, ne? Gehen wir jetzt da wirklich so einmal komplett rum, dass wir dann da reingehen, oder wie machen wir das? Oder gehen wir wirklich hier vor rein? Dann haben wir denn die Wandstützen haben wir schon. Dann gucken wir mal eben kurz, ob wir uns damit kurz behelfen können. Das ist alles Kacke. Doch vielleicht so. Naja, hätte sogar, glaube ich, noch einen weiter rüber gekonnt, wa? Dann haben wir hier zwar einen leichten Schlenker drin. Und hier würde ich auf jeden Fall jetzt eine
ein Ventil einbauen, dass das Ganze hier nur in, ne? In die Richtung fließt, ne? Warum funktioniert das Ventil denn? Bin ich doof? Ja, doch, in die Richtung fließt das, ja. Okay. Na, weil wir wollen das Wasser ja nur in die Richtung. Wir wollen ja nicht, dass die uns da hinten das Wasser voll pumpt. Ja, eigentlich dürfte doch da gar keine Durchflussrate. Ach doch, er pumpt das Wasser zurück. Ja, er pumpt das Wasser ab, sehr schön. Und das heißt, da kriegen wir jetzt auf jeden Fall unsere 420 Wasser raus. Das sollte auf jeden Fall erstmal ausreichend sein. Und jetzt müssen wir halt gucken, wie wir unser Bauxit hierher kriegen, ne? Das wird noch ein ordentliches Stück. Von wo nehmen wir uns den Strom mit hoch? Na, ich habe jetzt keinen Bock, den Strom hier die ganze Zeit so querbeet mitzuziehen, ne? Macht ja auch wenig Sinn. Brauchte ich denn? Brauchte ich für den Strommasten? Ne, brauche ich nicht. Okay, da können wir auf jeden Fall noch genug von setzen. Bin gerade am Überlegen, ob es cleverer wäre, da hinten über die Kupfermine zu gehen, ne? Ach komm. Die haben wir doch irgendwo hier gesetzt. Dann habe ich die. Da hoch ist die, okay. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin, oder? Die Fundamente fressen ordentlich. Komme ich da schon vielleicht vernünftig hoch? Ist halt die Frage, schaffe ich das von hier unten da eine Rampe anzusetzen, ne? Wahrscheinlich nicht. Wo komme ich denn da runter?
Macht die Sache auch nicht besser, ne? Aber. Ach, die habe ich jetzt sogar daneben dran gesetzt, okay. Nope, da hoch bitte, danke. Das habe ich hier gerade schon wieder so komische Spinnen gehört. Oh, hier ist unser Kupfer, ne? Und irgendwo knistert hier schon wieder was. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to play their part and harvest alien artifacts. Das Bauxit geht da hoch, ne? So, wir haben das ja schon irgendwo bis hier gezogen, ne? Also so weit ist das ja eigentlich gar nicht mehr. Ach, da ist also. Nur nicht darunter fallen. Oh, warte, Moment, Moment. Wir sollten den Ankerpunkt mitnehmen, ne? Sonst kriegen wir gleich von da drüben nicht mehr. Puh, Glück gehabt. Oh nein, komm. Okay, es war vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, aber da ist unser Mast. Achso, wir hatten schon überlegt, hier oben lang zu gehen, okay. Oh, auch nicht schlimm. So, damit haben wir dann auch eine relativ gute Route.
Hallo? Wieso ist das denn Kohle? Also Überreste liegen lassen und speichern mag er anscheinend nicht, wa? Mal gucken, wie viel Kohle wir da rauskriegen, wa? Die Spinnengebeine jetzt eine unaufhörbare Kohlequelle geworden. Anscheinend. Geiler Bug. So, ich würde sagen, wir laufen jetzt noch eben schnell bis zur Bauxitquelle. Und für die nächste Folge bauen wir uns dann den Weg zurück. Strom hat er, aber er bohrt nicht. Okay, ist das Gebiet hier irgendwie so ein bisschen buggy? Okay, er war vollgelaufen. Na gut, okay. Ich stelle mich mal ein bisschen in Sicherheit. Weil da hätten wir garantiert was rausgekriegt, ne? Aber egal. Da hinten haben wir deutlich mehr Platz und die anderen Ressourcen alle. Und dann müssen wir mal gucken, auch wenn wir das jetzt mit dem Förderband machen, ob wir das dann irgendwann mal umziehen. Na gut, dann würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Beim nächsten Mal ziehen wir das Förderband und nehmen das Ganze dann in Betrieb, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.